ganz herzlich willkommen. Wir binden ein Bernhard Spezial Klinkhammer. Klinkhammer ganz im Ursprung ist eigentlich die Nachbildung von einer Köcherfliege oder Caddis, wie man auf Englisch sagt. Sie wird aber heute auch oft gebraucht, für die schlüpfende Eintagsfliege nachzubinden. Für mich eine der besten Fliegen für heikle Fische. Ich fische es extrem gerne. Wir brauchen für den Körper ein gelbes CDC. Für den Flügel nehme ich Olive. Für den Thorax Pfauengras. Als Sichthilfe nehme ich ein Aero-3-Wing von der Tiemco. Werkzeug brauche ich hier einen Bobbinholder, eine Schere, eine Haarschere, für die Federn sauber rauszuschneiden, eine Länge, eine Hechelklemme, die gut hat, Knotenbinder. Zum Faden teilen brauche ich die feine Dubbingnadel. Für die Federn vom Kiel zu nehmen, das Magic Tool. Als Haken nehme ich einen Tiemco 2499 BL. BL für wiederhakenlos. Dann kann ich gerade fischen, ohne noch zurückzuklemmen. Und für abzuschliessen nehme ich einen UV-Lack und trockne mit der UV-Lampe. Der Haken wird so eingespannt, dass ich hinter genug Platz habe zum Binden, dass ich mit der Feder gut weit hinter ansetzen kann. Ich mache eine Grundwicklung. So, dass wir die Sachen hier nicht verrutschen drauf. Als Körperfedern nehme ich eine gelbe CDC-Feder. Ich nehme sehr gerne eine gute Qualität. Dann bekomme ich auch einen schönen Körper rüber. Ich binde die Federn spitz über ein und wickle gegen vorne. Dadurch, dass der Kiel konisch ist, wird mir jetzt auch der Körper konisch. Ich drehe sie verdrehen. Da ist wichtig, dass man gute Hechelklemmen hat, die hat, sonst rutscht sie einem gerne immer wieder ab. Und wickeln von hinten den ganzen Körper führen. CDC eignet sich hervorragend als Körpermaterial. Es schwimmt gut. Und durch die Struktur dieser Granneli, dieser feinen Fiberli, gibt es mir auch eine gute Abzeichnung von Beinen, von Thorax, von Granneli, die spielen im Wasser. Also richtig ideal. Ich schneide alles zurück, was hier absteht, das füllig ist. So, dass ich hier wirklich einen konischen Körper habe. Es ist gut, wenn man den Faden ein bisschen auf die Seite drückt, so dass man den nicht verwutscht. Als nächstes binde ich die Sichthilfe ein. Ich nehme sehr gerne das Aero-3-Wing. Ja, das Aero-3-Wing schwimmt sehr gut. Und gerade Klinkhammerfliegen ist eine, die tief im Film liegt, die tief eintaucht. Und dann hängen sie wirklich so schön dort an dem an dieser Sichthilfe im Wasser in den Erden und schwimmt aber eben trotzdem noch. Für einen schönen Thorax abzubilden, nehme ich Pfauengras. Ich nehme hier so 3-4 Granne. Pfauengras ist etwas, das relativ brüchig ist. Darum binde ich das hier doppelt ein.
es einmal hinten an und du es dann mit dem Faden so verzwirnen, so dass ich zusätzlich zum Pfauengras jetzt noch Faden drin habe. Das erlaubt mir, dass ich mehr Stärke habe. Fast am gäbigsten geht es, wenn man den Knotenbinder nimmt, um wieder raufzugehen. Ich binde es oben fest und drehe jetzt gut verdrehen. Das heisst, ich habe jetzt insgesamt zwei Fäden drin, zwei Bindeseiten, doppelt. Und habe so eigentlich eine relativ zähe Sache, währenddem das nur das Pfauengras, das sehe ich, wenn ich hier dran ziehe, das lasse ich wie Papier. Und ich tue jetzt einen schönen Thorax binden. Pfauengras ist irrsinnig gut im Tageslicht, im Sonnenlicht drin. Es glitzert schön und es ist eben wirklich sehr ähnlich an einem Thorax vor einer schlüpfenden Fliege, wo gerade so die Haut abstreift. Das imitiert es extrem gut. Darum finde ich das Ganze ein gutes Material. So, dann haben wir soweit den Thorax gemacht. Jetzt möchten wir noch den Flügel machen. Ich nehme eine olivgrüne CDC-Feder. Da kommt es ein bisschen auf die Grösse drauf ab. Die ist jetzt wirklich eben sehr, sehr gross, sehr buschig. Da lenkt eine und drücke sie ins Magic Tool. Päckle sie mit den Klammern. Und mit der langen Haarschere kann ich sauber mit dem Schnitt ganz Kiel wegnehmen. Ich lege das parat und tue mit der Döbbingnadel den Faden teilen. So dass ich das CDC reinklemmen kann. Wichtig ist, dass sie schön zurückhalten, dass es nicht wieder rausgeht und das Ganze verdrehen, sodass hier jedes einzelne Granneli gut gehalten ist. Hier ist natürlich wichtig, dass wir immer den gleichen Weg umgehen. Sonst löse ich es wieder. Und jetzt kann ich nur noch sauber oben den Hechel wickeln. Immer schön mit Zug nach oben. Das kann man eigentlich nehmen für alle Parachute-Bindeformen. So hat man viel weniger Fliegen, die ihm dann beim Werfen aufgehen. Ich tue vorne sauber abbinden. Eine kleine Menge UV-Lack drauf. Der UV-Lack hat den grossen Vorteil, dass er nicht eintrocknet, weil er bleibt flüssig, bis er mit UV-Licht in Zusammenhang kommt. Ich kann den Kopfknoten sauber machen. Ich nehme die UV-Lampe. Schön eintrocknen. Das braucht nur ein paar wenige Sekunden, 2, 3, 4 Sekunden. Und dann ist es sauber trocken. Jetzt tue ich noch die Sichthilfe zuschneiden oben. Die tue ich ein bisschen einkürzen, sodass sie nur für uns von oben sichtbar ist. Den Flügel noch in der Grösse zuschneiden, wie er muss sein.
Für mich ist das eine der fängigsten Fliegen, wenn es darum geht, wirklich tief im Film zu fischen. Selbstverständlich kann man die als Gleichungsmuster der gleichen Art auch in Braun binden, in Olive binden. Man kann Körperfarben, Flügelfarben variieren, so wie es halt die Jahreszeit herbringt. Für mich ist es eine der liebst gefischten Fliegen, auch auf einen Aasch oder auf heikle Fische.